Dead by Daylight-Schöpfer Behavior Interactive arbeitet derzeit an einem neuen Spiel. In Death Garden, so heißt der neue asymmetrische Action-Multiplayer, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die Rolle eines bewaffneten Champions annehmt, dessen Ziel es ist, zu töten und zu verhindern, dass jemand aus dem Areal entkommt, oder doch die der gejagten Läufer. Die Schwierigkeit dabei? Die Arena verändert sich und ist jedes Mal anders aufgebaut. Klingt erstmal nicht schlecht, wir sind nur etwas skeptisch, inwiefern sich die beiden Titel voneinander unterscheiden und hoffen, dass Death Garden eben kein Dead by Daylight 2.0 in einem anderen Setting wird. Derzeit befindet sich das Spiel in der geschlossenen Alpha-Phase. Für einen bestimmten Zeitraum haben ausgewählte Spieler die Möglichkeit, das Spiel ausgiebig zu testen. Alpha-Keys werden an die Nutzer geschickt, die sich auf der offiziellen Webseite registriert haben. Ich nehme an, dass ihr alle Bioshock kennt. Jetzt stellt es euch aber noch bizarrer und in einem blutigen Sowjet-Setting vor. Denn genau das beschreibt den First-Person-Shooter mit Adventure-Elementen Atomic Heart ganz gut. Ihr werdet als Spezialagent zu einem geheimen Ort in der Sowjetregierung geschickt, weil von dort schon lange kein Lebenszeichen mehr kam. Vor Ort sollen wohl einige Experimente mächtig schiefgegangen sein, die genauen Umstände wurden aber noch nicht bekannt gegeben. Der Trailer zeigt gruselige, deformierte Gestalten, die vermutlich einmal Menschen waren und euch an den Kragen wollen. Neben Gegnern, die vermutlich sogar als Waffen gedacht waren und Räumen, die an einen Freizeitpark erinnern, gibt es anscheinend auch Dimensionsverschiebungen. Der Boden verhält sich an manchen Stellen nicht normal, sondern bewegt sich ähnlich wie das Meer. Euer Ziel? Die Geheimnisse, um den Kontrollverlust an diesem Ort zu lüften und für Frieden und Ordnung zu sorgen. Teilweise ziemlich abgedreht, aber nicht weniger interessant. Der japanische Entwickler Capcom hat so einiges in Planung. Planungen im Sinne von neuen Spielen von großen, aber auch kleinen Marken, Remakes und Neuveröffentlichungen für die aktuelle Hardware-Generation. Bis März 2019 sollen zudem noch zwei unangekündigte Titel auf den Markt gebracht werden. Man rechnet auf der diesjährigen E3 mit diesen Ankündigungen. Vielleicht wird sich Capcom dann aber auch zum Remake von Resident Evil 2 und den seit Monaten kursierenden Gerüchten zu Devil May Cry 5 äußern. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, was Capcom so alles im Petto hat. Auch Square Enix, ebenfalls ein japanischer Entwickler, soll so einiges im Petto haben. Man erwartet Neuigkeiten zu den Spielen wie Shadow of the Tomb Raider, Octopath Traveler und Kingdom Hearts 3, aber auch komplette Neuankündigungen. Möglicherweise wird dann auch die jüngst angedeutete Xbox-Version von Nier Automata bestätigt, sowie ein neues Nier-Projekt vorgestellt.